Hallo, ich bin Anja Lorenz und heute geht es dabei bei unserem Webtalk darum, wie man Badges in Moodle integrieren, ausstellen kann und was es da alles zu beachten gibt. Dafür schauen wir uns erstmal an, was Badges denn so überhaupt so sind. Wir gucken mal direkt uns drei Beispiele an, beziehungsweise uns eine Webseite an, wo drei Beispiele zu sehen sind. Das ist Badger, das ist ein sogenanntes Backpack, das ist eine Sammlung, in denen ich Badges anzeigen kann. Und hier habe ich verschiedene Badges mal exemplarisch zusammengestellt. Wenn wir zum Beispiel jetzt schauen, ich bin Sprecherin, habe den Sprecherin-Aufgaben-Badge vom OER-Fachexperten, dann kann ich mir den hier angucken, was der dahinter steht, wer den ausgestellt hat, der ist auch verifiziert. Das heißt, die Plattform, die es ausgestellt hat, hat auch mal gesagt, das stimmt so alles, diesen Badge gibt es wirklich und den haben wir ausgestellt. Und ich kann eben auch durch einen Klick auf diesen Link mir auch anschauen auf der Plattform, wo ich den erworben habe, das ist on campus.de, was eigentlich hinter diesem Badge steht. Ne? Also den habe ich empfangen, den hat OnCampus ausgestellt, der hat einen Namen, eine Beschreibung aus einem bestimmten Kurs, der OER-Fachexperten heißt, und der hat Kriterien. Also ich habe offenbar was in dem Forum Umgang mit Kritik und Widerständen geschrieben. So sieht so sehen die Badges aus. Die haben so ein nettes kleines Bild und zeigen eigentlich, dass ich irgendwas gemacht habe, irgendetwas errungen habe. Was ist so das Ziel von Badges in Moodle? Sie zeigen und kennzeichnen irgendeine Leistung, eine Erfahrung oder einen Status. Ne? Also ich habe irgendwas gemacht, ich habe irgendwas gelernt oder ich bin vielleicht irgendwas. Ne? Also ich kann mir auch, vorhin hat man gesehen, ich war auch OER Award Jury-Mitglied. Es soll vor allem der Motivation gelten. Also wenn ich was gemacht habe und kriege so eine Auszeichnung, dann bin ich stolz drauf und freue mich, dass ich was geschafft habe. Und es gibt auch durchaus Diskussionen darum, mit diesen Badges verstärkt noch Kompetenzen zu dokumentieren. Ne? Kompetenzen dokumentieren kennt ihr sicherlich von Zeugnissen und von Zertifikaten. Das sind so die klassischen Sachen. Ich sage mal, Badges ist das Ganze in rund und digital lesbar. Wie sehen jetzt Badges in Moodle aus? Badges in Moodle sind direkt integriert. Ihr braucht keine zusätzlichen Plugins, keine weiteren Programme. Das ist seit der Version 2.5 drin und wir sind aktuell bei 2.8 beziehungsweise im Dev-Modus bei 3.8 und im Beta-Modus von der 3.9. Moodle nutzt dafür den Open Badges Standard von Mozilla. Open Badges Standard von Mozilla heißt, es ist ein offener Standard, was nicht heißt, dass da alle machen können, was sie wollen, sondern es gibt diesen Standard, da gehören bestimmte Teile dazu, der muss bestimmt beschrieben werden und alle Systeme, die diesen Standard nutzen, können auch miteinander reden. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt auf dem Moodle von oncampus.de ein Badge erlange, dann kann ich den auf ein eigenes Moodle ziehen und kann ihn mit anderen Plattformen tauschen, die auch diesen Standard verfolgen. Es gibt bereits einen Webtalk zu offenen Standards, wo das nochmal ein extra Thema ist. Ich vergebe Badges dort für den Abschluss von Aktivitäten in der Regel. Wir werden gleich noch angucken, für was ich das noch vergeben kann. Und Moodle unterscheidet auch zwischen Kurs-Badges und Plattform-Badges. Ne? Also ich kann entweder Badges aus bestimmten Kursen heraus vergeben oder ich kann über die ganze Plattform gehen. Jetzt rede ich in diesem Talk überwiegend über Moodle. Sehr viele andere Plattformen, andere LMS haben ebenfalls Badges. Ne? Also ich glaube, Ilias hat welche und Drupal und Drupal haben auch welche. Gut, dann gehen wir doch schon mal in die Demo. Und zwar habe ich hier ein Moodle-System vorbereitet. Das ist ein, ich sag mal, ein fast nacktes Moodle-System, auf dem ich, das läuft bei mir lokal auf dem Laptop, also es ist nicht wirklich im Netz drin. Und ich habe das H5P-Plugin noch installiert. Ich glaube, viel mehr habe ich auch nicht dran gemacht. Dann ist wirklich ein Standard-Modul. Ich habe hier schon mal einen Kurs angelegt, habe damit schon mal erklärt, wie man HTML lesen und editieren kann in einem früheren Webtalk. Und jetzt wollen wir gerne Badges dort anlegen. Für Badges muss ich für irgendwas bekommen. Ja, die kriege ich ja nicht einfach so. Und für irgendwas bekommen heißt in der Regel Aktivitäten. Ich lege also erstmal eine Aktivität an. Eine Aktivität sind alle Sachen, die hier oben
als Aktivität angestalten werden. Was nicht Aktivität ist, wird Arbeitsmaterial genannt. Ich sag mal Sachen, die man sich nur angucken kann, mit denen man nicht groß interagieren kann. Ne? Also man kann eine Datei sich angucken oder einen Link angucken, aber die kann man nicht erfolgreich abschließen. Ich nehme mal eine H5P-Aktivität baue da jetzt mal ein ganz schnelles H5P-Quiz rein. Ich nehme das Multiple-Choice-Quiz und nenne das, welche Antwort ist richtig, damit ich nachher nicht lange suchen muss. Das wird auch meine Frage sein, also welche Antwort ist richtig. Und dann ist diese Antwort ist richtig. Dafür hake ich das hier unten an. Diese Antwort ist auch richtig. Dafür hake ich das an und füge mal Antwort noch diese Antwort nicht. Na, also habe ich jetzt ein Multiple Choice mit drei Auswahlmöglichkeiten. Ich muss die beiden anwählen. Es ist ja nur zu Demo-Zwecken. Für H5P gibt es auch eine extra Web-Talk-Reihe. Und jetzt ist das Wichtige, dass ich hier das Feld Aktivitätsabschluss nehme. Manu, je nachdem, wie euer Moodle-System konfiguriert ist, ist das entweder auf manuell markiert gesetzt oder dass es nicht angezeigt wird. Manuell markiert heißt, ich erhalte als Userin da hinten so ein kleines Viereck, so eine Checkbox und kann quasi selber abhaken, ich habe das gemacht. Nun will ich ja aber, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Aufgabe lösen und deswegen sage ich, ein Abschluss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, klicke das an. Das Aufrufen brauche ich nicht, das ist nicht relevant, aber die Teilnehmerinnen müssen eine Bewertung erhalten, um diese Aktivität abzuschließen. Das muss ich anhaken. Diese Art, Aktivitätsabschluss zu konfigurieren, ist abhängig davon, welche Aktivität ihr habt. H5P hat eine Bewertung, deswegen muss ich das anschalten. Ich speichere das mal und zeige gleich mal noch also ein anderes Beispiel, und zwar, wenn ich ein Forum anlege. Was man auch sehr schön machen kann, ist, man kann mit Foren arbeiten, um Badges auszustellen. Wir nennen dieses Forum zum Beispiel Plauderecke. Und kann man noch mit Beschreibung hintersehen. Man kann dann noch weiteren Schnickschnack einstellen. Aber auch hier wollen wir ja einen Aktivitätsabschluss. Und nun möchten wir bei den Bedingungen, möchten wir vielleicht, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Thema beginnen oder eine Antwort verfassen. Ne? Also das ist quasi diese Einstellung, Forumsbeiträge erforderlich, man muss selber was schreiben und hier ist es egal, ob ich eine Diskussion neu starte oder nur irgendwo drauf antworten. Ich kann aber auch mir Sachen überlegen, wo ich sage, zum Beispiel löse diese Aufgabe auf Blatt und Papier, scanne sie ein und lade das PDF hier hoch und kommentiere die Lösung von zwei anderen Leuten. Ne? Dann würde ich es einstellen mit, man muss ein Thema neu beginnen, nämlich das, wo man seine Lösung hochlädt. Und man muss gleichzeitig noch zweimal antworten. Ja? Ihr werdet erkennen, das hat Schwachstellen. Das heißt, wenn ich jetzt was hochlade und auf meine eigene Lösung zweimal antworte, sind diese Bedingungen auch erfüllt. Es ist außerdem erfüllt, wenn ich da irgendeinen Quatsch reinschreibe. Diese Bedingungen sind also nicht so, dass ich sage, ich würde da qualitative Noten dranhängen. Ne? Also von daher muss man schon wissen, was man tatsächlich hier bewertet und was nicht. Ich nehme jetzt aber mal nur eine Antwort oder ein Thema, damit wir das gleich auch schön demonstrieren können. Und habe da jetzt eben auch dieses Forum drin. Ne? Also wir haben jetzt einen H5P-Inhalt und ein Forum, das sind zwei Aktivitäten. Schalten wir mal die Bearbeitung wieder aus, damit es schöner aussieht. Und jetzt möchte ich die Badges einstellen. Badges habe ich im Menü hier und sehe, es sind jetzt keine Badges verfügbar. Deswegen möchte ich einen neuen Badge anlegen. Diesen Badge nenne ich, ich kann ihn Badge Hunter Badge nennen. Und ich mache die Beschreibung, du hast die beiden Aktivitäten abgeschlossen.
Ja, wahrscheinlich würde ich noch sagen, ich habe sie erfolgreich abgeschlossen. Und wenn ihr diese Badges wirklich aktiv nutzen wollt, dann denkt euch da möglichst etwas aus, was nachher, wenn ich eben auf so eine Sammlung zugreife und sehe, ach, die Anja hat diesen Badge Hunter Badge bekommen, was hat sie denn dafür gemacht, dass das aussagekräftig ist? Ne? Zum Beispiel, du hast etwas über Passwortsicherheit gelernt. Oder du weißt jetzt, wie man einen Bienenstock von, keine Ahnung, von einem Hummelstock, weiß gar nicht, ob die Wespennest unterscheidet oder so. Ne? Also je nachdem, was euer Lerngebiet ist, tragt da was Sinnvolles rein. Dann braucht ihr ein Bild. Da habe ich schon was vorbereitet. Ich nehme mal das. Die Datei lade ich hoch. Hier kann ich noch einschreiben, wer Bildautor, Autorin ist und in welcher Lizenz es steht. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Dieses Bild wird, glaube ich, für 512, also es soll quadratisch sein und 512 Pixel Kantenlänge. Es wird kleiner dargestellt, aber je nachdem, wo ihr zum Beispiel den Batch nachher teilt, ist es günstiger. Ihr habt so eine größere Auflösung. Hier könnt ihr auch nochmal den Namen des Bildautors hinterlassen und den E-Mail-Adresse des Bildautors. Hier gibt es relativ viele Einstellmöglichkeiten. Hier wird angezeigt, wer diesen Badge verleiht. Ne? Also das in dem Fall bin ich. Das kann ich auch nur plattformweit einstellen. Ich weiß nicht, ob es noch Plugins gibt, die erlauben, das auch kurzweise einzustellen. Bei uns wird es plattformweise eingestellt in dem Demo-Modul. Und ich kann noch festlegen, ob dieser Badge abläuft. Wann ist das sinnvoll? Zum Beispiel, wenn ihr eine Schulung oder eine Leistung mit einem Badge versieht, die aktualisiert werden muss. Ne? Klassiker ist Erste-Hilfe-Kurs. Der läuft für Lastkraftfahrerinnen und Lastkraftfahrer nach einer bestimmten Zeit ab. Ja, die müssen den erneuern. Und dann ist es gut, ihr habt diesen Badge ein Ablaufdatum gegeben. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Deswegen legen wir ihn an. Wir sehen jetzt hier auch schon, Badge Hunter steht da. Wir haben diese Grafik. Und jetzt müssen wir sagen, okay, wann soll denn dieser Badge verliehen werden? Dieser Badge soll verliehen werden und haben hier verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir können ihn manuell verleihen über eine bestimmte Rolle. Das heißt, ich kann es ja mal einstellen, wir können sagen, Managerin oder Trainerin dürfen diesen Badge verleihen. Ja, also dann, das wäre zum Beispiel eine Sache, wenn ich einen Kurs habe, wo ich sage, schreibe eine halbe Seite Aufsatz über dein schönstes Ferienerlebnis, dann ist es vielleicht sinnvoll, die Lehrkraft schaut sich das an, guckt auch, ob alle Sachen wirklich qualitativ in Ordnung sind und sagt dann, okay, ist alles in Ordnung, ich gebe dir jetzt händisch diesen Badge. Ich arbeite viel mit Massive Open Online-Kursen. Wir haben Kursen mit so vielen Teilnehmern, dass wir das nicht händisch machen wollen und deswegen nutzen wir das ganz, ganz selten und sagen auch externen MOOC-Makern, dass wir das eigentlich nicht wollen. Was können wir noch machen? Wir können das sagen, okay, wenn du den Kurs abgeschlossen hast, dann heißt es einfach alle Aktivitäten, die da irgendwie drinstehen. Wenn man andere Badges bekommen hat, das macht jetzt noch keinen Sinn, weil wir haben noch keine anderen Badges, aber wenn man sagt, okay, du hast drei Badges bekommen, bekommst du den, du hast drei Badges bekommen Badge. Es gibt noch Kompetenzen, die das Ganze nochmal anders aufdröseln. Dann kann man an verschiedenen Elementen anheften, welche Kompetenzen mit dieser Aufgabe erworben werden können. Und dann könnte man das daran heften. Wir wollen aber den Aktivitätsabschluss, denn den haben wir gerade konfiguriert. So, und jetzt sieht man hier schon aufgelistet alles das, was einen Aktivitätsabschluss hat. Ne? Also das, was wir vorhin eingestellt haben, das ist welche Antwort ist richtig, dieser H5P-Inhalt. Wir haben das Forum Plauderecke und weiter unten steht noch ein weiteres H5P-Element, das wir in einem früheren Webtalk mal angelegt haben. Gut. Und diese Aktivitäten wollen wir jetzt nutzen. Wenn ihr eine Aktivität angelegt habt, die hier fehlt, dann habt ihr vergessen, den Aktivitätsabschluss zu konfigurieren. Das ist schon mal ein guter Hinweis. So, wir wollen jetzt den Badge vergeben, wenn wir die H5P-Frage oben beantwortet haben und wenn wir was ins Forum geschrieben haben. Wir könnten hier noch sagen, okay, wir müssen das bis zu einem bestimmten Datum gemacht haben. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn ihr Kurse im Semester oder im Schuljahresrhythmus habt. Und jetzt haben wir das beides angehakt. Es ist aber noch ganz wichtig und es ist leider ein bisschen versteckt. Hier unten, dieses Kriterium ist erfüllt, wenn alle gewählten Aktivitäten abgeschlossen sind. Ja, also die Alternative wäre, eine ist abgeschlossen, dann wäre es ausreichend, wenn ich eine von den Sachen mache. Ich möchte aber, dass alle ausgewählt sind. Das sind quasi die Unverknüpfungen.
Und ich kann auch hier nochmal eine Beschreibung reingeben, was damit jetzt eigentlich gemacht wird. Das wird dann auf dem Badge mit an, also wird dem, beim Badge öffnen mit angezeigt. Das speichern wir. Und jetzt sieht man schon, okay, das ist konfiguriert, man sieht das alle. Man sieht interaktiver Inhalt und Forum. Und wenn ich dann sicher bin, dass ich diesen Badge unter diesen Bedingungen vergeben will, dass ich alles richtig gemacht habe, keine Rechtschreibfehler gemacht habe, wirklich, wirklich alles richtig. Also wir können auch, vielleicht eine Sache noch, wir haben hier noch die Mitteilung, wir können also nochmal gucken, was wird denn für eine Nachricht rausgesendet, wenn ich ein Badge bekommen habe. Ne? Also wenn ich ein Badge bekomme, bekomme ich eine E-Mail mit herzlichen Glückwunsch. Sie haben ein Badge erworben, Sie haben den Badge und dann kommt hier der Name verliehen, bekommen weitere Informationen zu diesem Badge, finden Sie unter dem Link von dem Badge. Sie können Badges über Badges verwalten, herunterladen. Ihr könnt das noch anpassen, das kann auch für die Plattform angepasst werden, da müsst ihr es nicht für jeden Badge einzeln anpassen. In der Regel lasse ich es aber links liegen, deswegen habe ich es jetzt auch vergessen zu erklären. Ihr seid also jetzt zufrieden damit. Ihr könnt nochmal auf den Überblick gucken, nochmal schauen. Badge ist richtig geschrieben, die Beschreibung ist richtig, der Punkt sitzt richtig, die Grafik ist richtig, die Verleiher stimmen, das ist auch richtig konfiguriert. Und wenn ihr euch jetzt wirklich sicher seid, dass ihr diesen Badge freigeben wollt, dass er bekommen werden kann, dann klickt ihr hier auf Zugriff aktivieren. So, und dann werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr euch wirklich sicher seid. Und wir kommen auch gleich dazu, warum ihr euch wirklich sicher sein solltet. Wir sagen dann, ja, wir sind uns richtig sicher. Und warum ist das wichtig? Weil, wenn ich jetzt auf hier auf Weiter klicke, dann steht auch schon hier, möglicherweise haben Nutzerinnen bereits früher die Kriterien für den Badge erfüllt. Also wenn ich dieses H5P-Element schon länger drinstehen habe, Teilnehmende haben das schon gelöst, dann passiert jetzt Folgendes, wenn ich hier draufklicke, dann bekommen sie ihn sofort zugewiesen, ja, weil sie haben das ja schon gelöst, alle Bedingungen sind erfüllt, die kriegen den Badge. Und wenn der Badge einmal verliehen wurde, dann wird er gesperrt und dann kann er nicht mehr verändert werden. Das ist ganz, ganz wichtig und werde ich bestimmt noch ein, zwei Mal sagen in diesem Talk. Wir machen das also und der ist freigegeben. Ich sehe, es hat niemand bekommen, weil alles das passte. Und wenn wir jetzt mal in diesen Kurs gucken, dann sehe ich, ich habe hier den noch nicht gelöst. Ich kann auch hier nicht klicken. Wenn ich gesagt habe, ich kann es manuell erkennen, könnte ich es klicken. Und es wäre vielleicht besser vorher, nachher. Also vorher, wenn ich jetzt auf mein Profil schaue, dann ist hier kein Badge aufgeführt und auch im Dashboard sehe ich die letzten Badges, dass ich keine Badges bekommen habe. Ja, das ist wie beim Zaubertrick, muss man zeigen, dass vorher nichts da war. Und jetzt sage ich, welche Antwort ist richtig, diese Antwort ist richtig und diese auch. So, dann habe ich es bekommen. Ist der Badge schon da? Nein, das ist er nicht. Und auch im Dashboard ist er nicht. Das ist ja richtig, weil ich habe bei UND gefordert. Das heißt, ich muss auch noch in der Plauderecke einen Eintrag schreiben. Das mache ich jetzt und schreibe dort einen Eintrag. Und dann muss ich den Badge kriegen. So, wir sind gespannt. Der Beitrag wird abgesendet. Und ich gucke in mein Profil. Der Badge ist da. Und auch auf dem Dashboard ist der Badge jetzt zu sehen, dass ich ihn bekommen habe. Ich bin jetzt hier ein bisschen in Doppelreihenrolle unterwegs. Ihr glaubt mir sicherlich, dass es auch als Teilnehmerin funktioniert hätte. Wenn ich jetzt als Administrator rein, also wenn ich selber reinschaue, dann sehe ich, wann ich den bekommen habe. Und wenn ich bei Badges verwalten drin reinschaue, sehe ich auch, dass ich jetzt hier eine Empfängerin habe. Wenn ich einen anderen Badge anlegen möchte, kann ich ein paar Sachen abkürzen. Gerade wenn ich besonders speziell reingeschrieben habe, welche was du dafür gemacht hast, in welchem Kurs der erworben wurde und so, dann will ich vielleicht viele Sachen mit übernehmen, dann kann ich eben auch das Ganze kopieren. Ne? Also dann kann ich sagen, okay, ich will den Badge Hunter zu einem Full Badge Hunter machen. Dabei ist immer wichtig, Badges dürfen nicht doppelt heißen und das gilt für die ganze Plattform. Ja? Also wenn ihr euch einmal überlegt habt, es soll ein Video Badge geben, gibt es auf der ganzen Plattform nie wieder ein Video Badge. Und wir wollen jetzt vielleicht, du hast alle Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen. Wir wollen natürlich ein anderes Bild haben. Ja, so ein heroisches mit einem Pokal. Und das lassen wir alles. Und gehen dann
in die Kriterien rein und wollen die Kriterien verändern. Verändern ist hier hinten das kleine Rad. Wir können sie auch löschen und dann neu anlegen, aber wir wollen sie verändern. Und sagen vielleicht, für den Batch wäre es gut, ich müsste alles machen. Ne? So. Ich aktiviere den Zugriff. Ja, ich bin mir wirklich sicher. Und habe auch hier noch keine Empfänger, keine Empfängerin. Das heißt, ich müsste jetzt wieder in den Kurs rein. Und zwar ist da jetzt noch dieses dazu. Habe ich für einen anderen Webtalk schon mal gemacht, können wir aber gleich nutzen. Coaching für OER Online-Kurse. Wer ist Coachella für Online-Kurse mit und als OER? Das bin ich. Bin ich nicht. Das ist aber komisch. Habe ich es nicht richtig eingestellt. Okay, ich habe vergessen einzustellen. Das ist der Vorführeffekt. Ich habe es jetzt trotzdem mal gelöst und gucke jetzt in mein Profil und habe jetzt beide Badges. Und auch auf dem Dashboard sehe ich, dass ich beide Badges habe. Um nochmal zu demonstrieren, was passiert, wenn ich jetzt vor, also jetzt angeschaut nochmal, sehe ich eben das auch alles aufgelistet. Angenommen, ich stelle fest, es ist ein Schreibfehler in der Beschreibung von dem Full Hunter Badge drin. Und das, den würde ich gerne ändern. Habe ich gesagt, das geht nicht. Und das stimmt auch. Also ich kann jetzt hier diesen Badge nicht verändern. Ich kann den mir angucken, aber es steht, dieser Badge ist derzeit für Nutzerinnen verfügbar, seine Kriterien sind gesperrt. Ich kann den Zugriff verhindern. Ja, also ich kann jetzt verhindern, dass weitere ausgestellt werden. Ich kann ihn aber tatsächlich nicht ändern. Ne? Also ich kann auch hier in den Einstellungen reingehen, ich kann hier nichts tun. Das Einzige, was ich tun kann, also ich kann den Zugriff wieder aktivieren, das hilft mir aber nicht weiter. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann diesen Badge löschen. Na, also angenommen, ich bin wirklich, ich habe wirklich so einen schlimmen Schreibfehler reingemacht oder Klassiker, ich habe hier vergessen, auf alle zu schalten und da steht nur eins davon. Dann kann ich diesen Badge löschen, na, also hier hinten mit dem Mülleimer. Und da wird mir auch gesagt, das ist nicht so einfach. Du kannst jetzt entweder löschen und die, die ihn schon bekommen haben, können ihn behalten. Oder du löschst ihn, alle verlieren den Badge. Ne? Also ich kann ihn nicht für einzelne Sachen ändern, ich kann ihn nicht für verschiedene machen. Und das ist halt so eine Sache, die möchte man sehr, sehr, sehr stark vermeiden. Ja, also in dem Moment, wo ich jetzt den lösche, ich mache das jetzt hier einfach mal, sieht man auch, dann ist er weg und ich habe auch keinen mehr. Und dann würde ich ihn jetzt wieder neu anlegen und ich würde ihn konfigurieren und freigeben. Und in dem Moment kriegen dann die Lernenden nochmal eine E-Mail. Ja, mit herzlichen Glückwunsch, du hast den Badge bekommen. Wenn die jetzt aber gar nichts gemacht haben, in dem Kurs sind sie verwirrt, melden sie, schreiben, dann muss man das erklären. Und deswegen möchte man nicht, dass man Badges eben auf diese Art nochmal neu anstellt. Deswegen überlegt euch schön, wenn ihr ein Badge anlegt und drückt erst auf die Freigeben-Taste, wenn ihr wirklich sicher seid, dass das so ist, wie ihr das braucht. So, das zur kleinen Demo vorerst. Ich schaue nochmal, dass ich alles gemacht habe. Wir haben den Aktivitätsabschluss definiert. Wir haben den Badge angelegt und wir haben die Kriterien festgelegt. Was ist nochmal gut zu wissen? Ach ja, eine Aktivität kann nur auf eine Weise abgeschlossen werden. Ihr habt das vorhin gemerkt, als ich das Forum konfiguriert habe zum Beispiel. Da konnte ich ja nur eingeben, das Forum ist abgeschlossen, wenn ich eine Antwort oder eine Diskussion gegeben habe. Ich kann jetzt also mir zum Beispiel kein Konstrukt überlegen, bei dem ich, kommt man vielleicht so, wenn man über Badges nicht Bescheid weiß, kommt man auf die Idee zu sagen, hey, wir geben ein Badge für jemanden, der wahnsinnig viel im Forum aktiv ist. Und bei 5 Antworten im Forum soll der ein Silber-Badge bekommen und bei 10 Antworten im Forum soll der ein Gold-Badge bekommen. Das geht nicht, weil dieses Forum nur auf eine Art abgeschlossen werden kann. Ja, also das Forum kann nur abgeschlossen sein, wenn ich 5 habe. Oder wenn ich 10 habe. Ich kann dem Forum nicht sagen, du bist auf Level 1 oder Level 2 abgeschlossen. Das geht nicht. Ja, das sind Sachen, die in Moodle nicht konfiguriert sein können. Das können bei anderen Plattformen kann das anders sein. Ihr habt auch gesehen, dass ich die nur mit und oder verknüpfen konnte, diese Abschlüsse. Das heißt, ich kann nicht so etwas machen mit, naja, wenn die User 30% der Aufgaben gelöst haben oder 2 von 3. Das kann ich nicht umsetzen. Damit ich müsste schon sagen, welche 2 von 3. Ich kann nicht sagen, such es dir selber aus.
Ich nehme entweder alle oder keinen von denen, die ich ausgewählt habe. Und auch hier nochmal, sie können nicht einzeln entzogen werden. Also sie können allen weggelöscht werden, aber sie können nicht entzogen werden. Das macht auch Probleme bei so Sachen wie, wir können ein Silberbadge und ein Goldbadge verleihen. Das heißt, wenn man alle Kriterien für ein Silberbadge hat, bekommt man ein Silberbadge. Und wenn man dann sagt, okay, du hast jetzt alle Kriterien für ein Goldbadge bekommen, dann hat man beide Badges. Also man hat nicht nur eine Silber- oder eine Goldmedaille, sondern man hat beide dann. Das muss man wissen, je nachdem, wie man sich das so überlegt. Also wenn man, das ist manchmal so ein bisschen doof, wenn man sich überlegt, man nimmt einen Anfängerinnen-Badge und einen fortgeschrittenen Badge, dann ist vielleicht das Anfänger so ein bisschen plump, wenn man den noch hat. Und genau, man kann die eben auch nicht ändern, nachdem man sie ausgestellt hat. Und es geht wirklich auch um Schreibfehler, Tippfehler, irgendein Logo fehlt oder irgendein Element fehlt, was man sonst da so reinmalt. Das geht dann nachher nicht zu ändern. Wofür sollte man nun Badges vergeben? Das kann man handhaben, wie man das möchte. Ich will ein paar Best Practices aufzählen. Und was so, ich sag mal, fast langweilig ist, aber total naheliegend ist zu sagen, man macht das fortschrittsbezogen. Also man macht zum Beispiel mehrere Kapitel, wie wir gerade hatten, einen zu Badges, einen zu HTML, einen zu H5P und sagt dann, okay, nach jedem Kapitel, wenn du es abgeschlossen hast, kriegst du ein Badge. Ne? Kapitel 1 Badge, Kapitel 2 Badge, Kapitel 3 Badge. Man kann es aufgabenbezogen machen. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, alle interaktiven Videos zusammen sind ein Badge und alle praktischen Aufgaben oder Multiple-Choice-Aufgaben sind ein Badge und alle Forenaufgaben sind ein Badge. Ne? Dann kriegt man den Video-Badge, den Foren-Badge und noch sowas. Man kann Community-Badges geben, das meinte ich vorhin mit, du hast super viel im Forum geholfen, hast 5 Antworten gegeben im allgemeinen Diskussionsforum oder im Support-Forum. Dafür kriegst du so ein Engagement-Badge. Wir haben uns noch bei unseren Kursen, die wir gebaut haben, haben wir ein bisschen uns noch Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel hatten wir den Botschafterin-Badge. Werde ich gleich mal zeigen. Den haben wir unter anderem bei den OR-Fachexperten. Die Grundlage dafür ist, dass wir eigentlich manchmal, dass wir manchmal Probleme haben, die Leute zu erreichen, die sich für diesen Kurs interessieren könnten. Ne? Also OER, freie Bildungsmaterialien, Trainerinnen und Trainer, die würden den Kurs vielleicht super finden, aber die wissen gar nicht, dass es den gibt. Und davon erfahren könnten sie durch andere Leute in ihrem Netzwerk. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen ein Forum und bitten, dass man irgendwo, wo man sonst auch Leute über seine Aktivitäten informiert, einen Blogbeitrag zu posten oder einen Tweet abzusetzen oder ein Video zu posten oder auf Xing oder LinkedIn eine Nachricht zu machen und auf diesen Kurs hinzuweisen. Ne? Hier, guckt mal Leute, das ist ein super Kurs, ihr könnt auch dran teilnehmen. Und dann die URL zu diesem Kurs in dem Forum zu schreiben. Ja? Und dann kann man noch kommentieren, wenn man es irgendwie gut findet. Und dann haben das die Leute gemacht, ne? Und dann haben sie so ein Botschafter-Badge bekommen. Ne? Also jemand hat was in einer Alumni-Gruppe geschrieben oder einen Post auf Facebook gesetzt oder eine Arbeitsgruppe. Natürlich ist es auch hier nur so konfiguriert, dass da nicht geprüft wird, ist da ein Link drin, ne? Ist da wirklich eine Werbung dazu, ne? Sondern es ist halt die Motivation. Und ich habe also tatsächlich in den vielen Jahren, in denen ich MOOCs mit Badges im Moodle mache, kann ich die Fälle, wo ich gemerkt habe, ach, hier hat einer kapiert, dass er nur was reinschreiben muss, vollkommen egal, die kann ich an 2 Händen abzählen. Das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Weil die Leute ja auch, ich sag mal, an vielen Stellen ja das Ganze für sich machen und nicht für andere. Ich kann ja mal noch in die Badges reingucken und euch mal den Botschafter-Badge zeigen. Wo ist er denn? Bin es gar nicht mehr. Da, Botschafterin-Badge. Also da haben wir das so konfiguriert, die Kriterien, dass das Forum Botschafter-Badge abgeschlossen sein muss. Und noch eine weitere Sache, bei der wir uns eine Speziallösung überlegt haben, ist eine Art Negativpreis, ein negativerer Badge. Und zwar ist es der Schummel-Badge. Wir hatten einen Fall, den zeige ich euch. Und zwar haben wir den MOOC Kosten- und Leistungsrechnung. Bei Kosten- und Leistungsrechnung ist es so, dass man bestimmte Fälle hat. Ja, also man hat jetzt einen Fall, irgendeine Abschreibung, die man anhand eines Beispiels machen muss und da ein paar Sachen ausrechnen muss, ein paar Zahlen gegeben kriegt. Und
ich will es nicht kleinreden, aber am Ende trägt man ganz viele Sachen in Excel ein, in eine bestimmte Art und Weise und kommt dann so auf den richtigen Wert. Nur die Art, wie man die Sachen in Excel eingibt, das muss aus der Ausgabe, muss man sich aus der Ausgabe heraus erschließen. Und deswegen haben wir hier einmal ein Video, wo Stefan Haugrund, der den Kurs geleitet hat, erklärt, erstmal die Aufgabe erklärt, die vorliest. So, damit man, wenn man sich das angeguckt hat, nicht immer zurückspringen muss, welche Sachen das waren, haben wir die Aufgabe hier nochmal hingeschrieben. Wir haben ein Lehrtextfeld, wo man dann nachher das Ergebnis reinschreiben muss und auch Zwischenergebnisse reinschreibt, die es dann überprüfen kann. Und hier unten nochmal den Sachverhalt, damit man die Zahlen auch parat hat und wie gesagt, nicht immer im Video gucken muss. So, nun kann man das eintragen und hier überprüfen. Und in der nächsten Lektion gibt es etwas, das zeige ich euch erstmal hier, ich bin jetzt gerade als Teacher angemeldet, deswegen sehe ich ein bisschen mehr als Teilnehmer. Hier gibt es ein Lösungsvideo. Und ihr seht hier, da ist ein Text, das ist ein Textfeld, dieses pinke hier, das ist lila, ne? Wo einmal steht, an dieser Stelle befindet sich ein Lösungsvideo und hier unten sieht man das Lösungsvideo. Und wenn ich jetzt aber als Teilnehmer drin bin, Moment, so, dann sehe ich bei diesem Lösungsvideo das Video nicht, weil ich soll ja erst die Aufgabe rechnen. Dieses Lösungsvideo wird freigeschalten, sobald ich hier vorne die Aufgabe richtig mache, ne? Also es kann nicht über Sichtbarkeiten in Moodle lösen, dass ich zeige dieses Feld erst an, wenn diese Aktivität abgeschlossen ist. So, und jetzt hatten wir das Ding, dass wir gesagt haben, was ist denn, wenn jemand überhaupt nicht drauf kommt? Dann braucht er doch dieses Lösungsvideo und wir wollen aber auch nicht, dass man sich es einfach angucken kann. Und deswegen haben wir uns eine Sache überlegt, haben das hier hingeschrieben, klicken Sie hier. Und zwar gibt es ein Schummelbadge. Das heißt, wenn ich nicht aufs Ergebnis komme, wenn ich wirklich keine Ahnung habe, dann gibt es hier unten ein Textfeld rein, da muss ich sagen, okay, ja, ich möchte in diesem Kapitel schummeln. Ich gebe das ein und wenn ich hier auf Überprüfen klicke, dann werden mir alle Lösungsvideos in diesem Kapitel freigeschalten. Ja? Also weil diese Freischaltung so funktioniert, dass entweder du gibst die richtige Lösung ein oder du gibst hier Schummeln ein und du bekommst einen Schummelbadge, der sieht so aus. Und dieser Schummelbadge soll dazu beitragen, dass du das nicht einfach so machst. Ne? Also, sondern dass du sagst so, der Schummelbadge macht nichts, das erklären wir hier auch. Da war ja eine Prüfung auch angeschlossen. Wir erklären auch, ihr könnt die Prüfung noch machen, ihr kriegt keinen Notenabzug. Ihr könnt wirklich an der Klausur teilnehmen. Es ist überhaupt nicht schlimm, dieser Badge macht nichts, außer dass er bei euch im Profil drin ist. Und wenn wir jetzt in die Teilnehmerliste mal gucken, dann sehen wir eben, dass es Menschen gibt, die haben überhaupt keinen Schummelbadge und es gibt so ein paar, die haben so ein paar Schummelbadges. Wir haben ein paar Leute, die haben alle Schummelbadges. Wir hatten tatsächlich auch beobachtet zur Kurslaufzeit, das läuft ja jetzt zwar weiter, aber den haben wir jetzt nicht mehr so unter großer Beobachtung, dass die Leute zum Teil den Schummelbadge hatten, aber nicht den es dann gab, wenn du die Aufgaben gelöst hast. Und wir haben dann in der Evolution nochmal versucht nachzufragen, wie habt ihr denn gemacht? Habt ihr es dann noch gerechnet? Und sie haben behauptet, ja. Aber offenbar haben sie es dann nicht mehr für nötig gehalten, das noch in das Ergebnis reinzutragen. Weil sie wussten ja dann auch schon, dass was rauskommen muss. Na, also sie wollten vielleicht auch den Ursprungsbadge gar nicht so genau haben. Ja, das ist einfach nochmal eine andere Lösung, das zu machen. Und ganz ehrlich, die haben wir auch nur gefunden, weil unser Entwickler sagte, nö, nach 3 Versuchen irgendwas rauszuprobieren, das geht nicht. Und in der Programmierung her, das ist auch zu aufwendig. Überlegt euch was anderes. So. Ich habe noch, ich glaube, 3 Tipps, die ich einfach in der regelmäßigen Arbeit mit Badges rausgefunden habe, dass die oft unterschätzt werden. Der erste ist, gibt kurze Namen. Ja, also die Badges werden ja in einer Übersicht aufgeführt und bei der Übersicht ist es zum Teil so, dass da, wenn die nebeneinander sind, nicht viel Platz haben. Ja, also überlegt gute und möglichst kurze Namen oder Namen, die auch sich gut abtrennen lassen. Sieht einfach schöner aus. Ist nicht wirklich wichtig, also für die Funktionalität von Badges, aber kurze Namen sind ganz gut. Achtet darauf, dass ihr bei der Benennung vielleicht, dass ihr gendergerechte Bezeichnungen nehmt und auch bei der Gestaltung. Ich habe da so ein kleine Story, die wir erlebt haben. Und zwar gab es den Projektmanagement MOOC und da hatten wir Badges, du als Projektmanager und
und Chef oder so ähnlich. Und die Visualisierung war einmal über ein Hemd und einmal über ein Hemd mit Schlips. Ja. Und da haben wir also in den Evaluationen ein bisschen negatives Feedback gekriegt und ich muss sagen, natürlich zu Recht, denn mit den alten Klischees reproduziert man das ganze Jahr und deswegen haben wir das einfach nicht nochmal gemacht. Passierte uns in dem Moment aber, ist auch schon ein bisschen her, da hat man sind das noch nicht so aufgestoßen. Das ist natürlich heute alles viel besser. So, und einfach, weil ich es nochmal sagen wollte, wenn die Badges einmal verliehen wurde, dann können sie nicht verändert werden, nur gelöscht. Achtet darauf. Das ist eine Sache, die wirklich der Fall ist. Und ihr werdet an den Punkt kommen, wo ihr denkt so, ja, gut, du hast oft genug gesagt, gib den frei und kurz danach, wo können wir noch das und das ändern? Ja. Also ach, denkt dran, wenn sie einmal verliehen wurden, können sie nicht mehr geändert werden. So, das war es auch schon mit meiner kleinen Einführung, wie man Badges in Moodle verwenden kann, wie man Aktivitäten so konfiguriert, dass man sie an Badges hängen kann und wie man Badges ausstellt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und freue mich aufs nächste Mal.